Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Naja, offensichtlicherweise. Und ja, bevor die Leute es schreiben, ja, mir ist bewusst, da existiert ein E3-Trailer zu einem neuen Commander Keen-Spiel. Und ja, ich werde auch dazu ein Video machen. Ich weiß noch nicht, ob es irgendein Video sein wird oder ob ich einen Podcast draus machen werde. Podcast ist ein gutes Stichwort, denn ihr könnt euch dazu mal einen Podcast, den ich an dieser Stelle verlinken werde, mal anhören, denn bevor ihr den Trailer schaut, könnt ihr euch ja den Podcast mal anhören. Darum geht es, wie ein Commander Keen Spiel heute denn sein müsste, und dann guckt ihr euch mal den Trailer an und schaut euch an, was es schlussendlich geworden ist. Aber nun zu diesem ja wahrscheinlich überaus unnötigen Video, denn so ein bisschen selbstironisch, ja, auch auf YouTube-Ebene kann man sagen, kommen jetzt 31 unnötige Fakten über mich, um mich, was auch immer. Ich, ja, keine Ahnung, es ist total unnötig, was jetzt kommen wird, und das wird jetzt einfach so runtergerattert. Ich werde eventuell dazu was sagen, eventuell auch nicht. Natürlich mache ich mich mit diesem Video so ein bisschen über die Einfallslosigkeit lustig, die auf YouTube oftmals vorherrscht. Und ja, da gibt es die x-ten 10 Fakten oder 50 Fakten über ja den all so großen YouTuber. Das klingt jetzt total neidisch und so, aber es ist einfach nur so ein bisschen so mit den Augenzwinkern gedacht, weil ich das ein bisschen albern finde. Naja, man weiß nicht, was man machen soll, also macht man ein Faktenvideo, und ich denke mir einfach mal an dieser Stelle, es ist vielleicht ganz lustig, ja. Ich werde dazu kein großes, aufwendiges Video machen. Es ist wirklich einfach nur, um, naja, mich erstmal zurückzumelden und zum anderen vielleicht, ja, das ein oder andere Schmunzeln bei euch auszulösen. Und ja, wir beginnen mit dem ersten Fakt. Mein richtiger Name lautet Alexander, ja. Total langweilig eigentlich. Aber gut, den Namen kann man sich ja nicht aussuchen. Und wie immer nett, dass man mir hier reinposaunt. Fakt Nummer 2, mein Spitzname ist Uwe. Deswegen sage ich auch ab und zu mal in meinen Videos Uwe zu mir selbst. Der Hintergrund dazu ist, dass ein Freund, ein ehemaliger Freund, meinte, ich würde aussehen wie so ein typischer Deutscher. Und für ihn war ein typisch deutscher Name Uwe. Aber naja, wer sich die Mühe macht, mal zu googeln, wo der Name wirklich herkommt, naja, der weiß, dass Uwe kein typisch deutscher Name ist. Klar, man hört ihn häufiger mal, aber naja, ist es nicht unbedingt der typisch deutsche Name, aber sei es drum. Fakt Nummer 3, ich habe eine Katze, das wissen die meisten von euch, die hört auf den Namen Tescha, zumindest ab und zu. Geschrieben wird das übrigens T-E-S-C-H-A. Allerdings war ich damals für die Schreibweise T-E-S-H-A. Allerdings wurde das in den Katzenpass halt, wie eben beschrieben, reingepackt. Und naja, so heißt meine Katze halt jetzt nun mit guten alten Sch-Laut, wie man so das kennt. Und die wird bald 12. Fakt Nummer 4, so unnötig und langweilig wie Fakt Nummer 1. Ich bin derzeit 28. Ja, ich werde im August 29 für die Leute, die das interessiert. Blutgruppe, ne Moment, ups, jetzt habe ich schon gespoilert. Fakt Nummer 5, ja, meine Blutgruppe ist 0 negativ und ich habe Blutreichtum, ja. Total informativ und interessant, ja. So geht es auch weiter, ja. Ich hatte, ja, Fakt Nummer 6, ich hatte in meinem Leben bisher nur einen einzigen Bruch, ja. Und zwar am Arm, und zwar ist das ein sogenannter Grünholzbruch, und an dieser Stelle habe ich mir exakt diese Stelle dreimal bisher gebrochen, ja, also immer wieder, ja. Man sagt ja, man ist dann immer so schön anfällig, und ja, offenbar stimmt das. Ist übrigens beim Fußball passiert, ich habe einen Elfmeter gehalten, nur leider nicht mit meiner Hand, sondern praktisch mit dem Arm an eben jener Stelle. Naja, was soll's passiert. Fakt Nummer 7, ich bin gelernter großen Außenhandelskaufmann. Jetzt kennt ihr mich umso besser, glaube ich, oder so. Wie gesagt, 31 unnötige Fakten. Fakt Nummer 8, ich habe Informatik studiert. Das wissen, denke ich, so gut wie alle, die diesen Kanal
verfolgen. Ich habe mein Abitur mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik gemacht, also praktisch mit Wirtschaft angefangen, rüber zu Wirtschaftsinformatik und dann nur noch Informatik. Ja, absolut langweilig, ich weiß. Fakt Nummer 9, ich habe einen Führerschein, obwohl ich es absolut hasse, Auto zu fahren. Ja, ich wurde so ein bisschen dazu genötigt. Ich habe meinen Führerschein während meiner Ausbildung gemacht. Für die Leute, die es interessiert. Fakt Nummer 10, ja, meine erste Geschichte, ihr wisst ja, ich schreibe sehr gerne und meine erste Geschichte habe ich bereits mit 11 geschrieben, mit dem äußerst, äußerst genialen Namen des Prescher Monster. War so Splatter-Horror gewesen, kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, aber mein 11-jähriges Ich fand das offenbar interessant. Das Werk war, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 12 Seiten lang. DIN A4, ich glaube Schriftgröße 11 oder 12 war das damals, wo ich noch etwas besser sehen konnte. Ne? Und ja, das war schon beeindruckend, ehrlich gesagt, für einen 11-Jährigen. Allerdings, das Prescher Monster, naja, belangloser Splatter, naja. Wir gehen dann auch mal zu Fakt Nummer 11. Mein Roman, an den ich derzeit schreibe, hat 670.000 Wörter, ist genauso informativ wie Fakt Nummer 10, aber gut, naja. Machen wir mal weiter. Fakt Nummer 12, ich spiele gerne Pen and Paper oder generell auch Brettspiele, aber gut, das wissen die Leute seit meinen, ja, was ist eigentlich Pen and Paper Podcast oder wie habe ich das genannt, warum ich Pen and Paper mag oder sowas. Egal, Pen and Paper ist auf jeden Fall das Nonplusultra, unbedingt mal ausprobieren, vielleicht sogar irgendwann mal mit meinem eigenen Regelwerk, mal gucken. Fakt Nummer 13, ja, gut geschlagen, sagen wir mal so in die Richtung, und zwar gestalte ich selbst gerne Abenteuer, deswegen auch ein eigenes Regelwerk, und meine Abenteuer haben für gewöhnlich viele Rätsel, weil ich die Leute gerne quäle. Ja, für die Leute, die Zelda kennen, die kennen eventuell auch den Wassertempel, und ich hatte bei meinem Abenteuer eine Eiswelt und die wurde irgendwie zu meinem Wassertempel, weil das war so verworren und verwirrend und so, dass mich die Leute wahrscheinlich, glaube ich, noch Wochen danach gehasst haben. Fakt 14. Mein liebstes Brettspiel, ja, um den Gedanken weiterzuführen, ist Robinson Crusoe, ein kooperatives Survival-Spiel, falls da nicht noch irgendwelche anderen Genre mit reingequetscht wurden. Das ist so ein bisschen so... Es gibt diese Arbeiter-Placement-Spiele und jeder hat so zwei Aktionen, die er halt praktisch so platzieren kann. Ist ein wunderbares Spiel, aber bockschwer, unfair wie Sau. Es ist einfach grandios. Nummer 15. Mein liebstes PC-Spiel ist Siedler 3. Es tut mir leid, Commander Keen, ja, der Mann von Chikali-Netzwerk. Ja, also da steckt schon mehrere Hinweise auf Commander Keen drin und über 500 Videos über Commander Keen. Eigentlich so gesehen noch ein Fakt, aber egal. Ja, aber es tut mir leid, Commander Keen, mein liebstes PC-Spiel wird wahrscheinlich für die Ewigkeit Siedler 3 bleiben, auch wenn dieser, in Anführungszeichen, Remake für Windows 10, was eigentlich kein Remake ist, aber sei es drum, ziemlich nach hinten losgegangen ist. Siedler 3 für immer mein Spiel. Fakt 16, mein liebstes Spiel überhaupt ist Magic the Gathering, also das Kartenspiel, kann ich leider nicht anders sagen, ist halt einfach so. Aber gut, wer mich kennt, der wusste das wahrscheinlich eh schon. Fakt 17, ich habe auch zwei Turnierdecks, das ist einmal, auch wenn euch das jetzt nicht sagt, Absan Seons, ja. Spielt halt mit der Karte Seons, ne? Und das ist ein, ja, sagen wir mal, ein relativ nerviges Deck. Ja. Ich muss auch zugeben, dass es nicht sehr, ich würde nicht sagen, dass es jetzt immer gut funktioniert, kann man sagen. Aber ich liebe das Deck und das andere Turnierdeck, was ein bisschen besser funktioniert, zumindest Gefühl. Also damit habe ich zumindest online auch schon ein bisschen was reißen können. Und zwar, das ist mein Salvaging Station Control Deck, halt nach eben jener Karte benannt.
was in meinem Freundeskreis nur das Burgunderdeck genannt wird. Ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß nicht mal, was das genau anspielen soll. Ich glaube, Burgunder war, glaube ich, ein Wein, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe es jetzt nicht gegoogelt. Ich fand es einfach nur witzig, das hier einzubringen. Fakt 18, jetzt wird es absolut unnötig. Ich hatte ein Kuscheltier bis zu meinem 11. Lebensjahr. Ja, tatsächlich nur eins. Und zwar mit dem überaus kreativen Namen Hundi, weil es halt ein Hund war. Ich habe dieses Kuscheltier tatsächlich geliebt, ja, wie die meisten Kinder ihre Kuscheltiere lieben, aber ich habe keine Ahnung, was der Fakt daran hier sein soll. Wahrscheinlich einfach nur, um hervorzuheben, dass ich ein bisschen seltsam bin. Wahrscheinlich. So, Fakt 19. Ja, ich bin ja ein absoluter Keen-Fan, das wisst ihr ja. Aber, was viele nicht wissen, deswegen auch dieses Video wahrscheinlich, dass es gibt ja Keen 6 nicht als Freeware. Also viele Keen-Spiele gibt es ja irgendwo als Freeware, die sind auch relativ einfach zu finden. Allerdings, Keen 6 ist immer so eine Sache, das ist gar nicht so einfach zu finden, weil man halt dafür bezahlen musste. Und ich hatte ja bis zu meinem 14. Lebensjahr tatsächlich nur die Demo-Version, die ich rauf und runter gespielt habe. Und ich hätte so gerne mehr gesehen, aber ich hatte halt nur die Demo-Version, aber dann, als ich mal an dem PC von meinen Eltern war, habe ich das in den Tiefen des Internets gefunden. Ja, Keen 6 mit 14 endlich als Vollversion, und dann habe ich das rauf und runter gespielt. Ja, erst zu spät tatsächlich. Ja, da war Keen 6 auch schon etwa 14 Jahre draußen. Aber gut, naja, besser spät als nie. Fakt 20, Keen 4 bis 6 habe ich damals, als Kind, beziehungsweise also dann als Teenager, auch ohne Tod geschafft. Keen 4 bis 5 mehrfach, Keen 6 tatsächlich nur ein einziges Mal, ja, mit 14. Und das ist mir bis heute nicht mehr gelungen. Ich krieg's nicht hin, ich bin zu schlecht geworden. Keine Ahnung. Dafür könnt ihr euch aber mein Keen 2 LP angucken. Let's Play, sorry. Ich hab's mir hier notiert als LP. Und ich bin ein Idiot, ich habe das jetzt einfach so abgelesen. Also mein Keen 2 Let's Play, das habe ich ohne Tod geschafft. Einfach mal angucken. Ist, denke ich, ganz gelungen. Na, einfach mal reinschauen. Fakt Nummer 21. Ich habe 7 Jahre lang Schach in einer Mannschaft gespielt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich Mitglied war. Ich glaube, ich bin immer noch passives Mitglied, aber aktives Mitglied war ich, glaube ich, nur bis 17, 18 so um den Dreh, und angefangen habe ich, glaube ich, so mit 6. Also ich glaube, ich habe von 9 bis 16 etwa in der Mannschaft gespielt. Naja, wissen vielleicht einige schon, falls ich das eh mal erwähnt habe. Fakt 22 habe ich sowieso mal erwähnt, und zwar, ich bin extrem ungeschickt. Ja, das ist eigentlich nicht, das steht eigentlich komplett unter dem Motto unnötige Fakten. Vielleicht sind auch einige Fakten dabei, die ihr interessant findet. Darauf läuft das vermutlich irgendwo hinaus. Ist auch schon deutlich länger geworden als geplant, aber so ist das häufiger mal. Gehen wir einfach mal weiter und gehen zum schockierenden Fakt Nummer 23. Ich mag Minecraft. Es tut mir leid für alle Leute, die das mit diesen 11, 12, vielleicht 13-jährigen Kindern in Verbindung bringen, die nur in das Mikrofon schreien. Ja, aber man muss einfach sagen, Minecraft ist ein schönes Spiel. Man kann wirklich viel damit machen, auch mit den neueren Versionen. Aktuell spiele ich tatsächlich auch mit der Vollversion 1.14.1 und neuerdings auch, glaube ich, 2. Und ich spiele es heute sogar noch gerne, und ich baue da auch im Survival-Modus immer noch, ich wiederhole mich, aber es ist ein schönes Spiel, wirklich. Also ich weiß, viele hassen es, allein wegen dieser vorherrschenden Meinung und der Überflutung mit Minecraft im Internet, speziell auf YouTube, danke erneut nach draußen, aber es ist trotzdem ein gutes Spiel. Ich weiß, es ist overhyped wie Sau, wie man so schön sagt, aber das ändert nichts daran, dass es ein gutes Spiel ist und mir Spaß macht. Also ich weiß, es wird wahrscheinlich viele schockieren, dass ich Minecraft mag, aber ich bin ein kreativer Mensch, und in Minecraft kann man tatsächlich
ja, kreativ sein. Ich kann euch auch gerne irgendwann mal das zeigen, was ich gebaut habe im Server, wo ich spiele. Und ich spiele auch noch auf dem privaten Server mit Freunden. Und da kann ich auch mal zeigen, was ich da gebaut habe, falls es Leute gibt, die das interessiert. Aber ja, Fakt 23, ich mag Minecraft. Fakt 24, da muss ich gerade selbst entziffern. Mein chinesisches Tierkreiszeichen, wenn ich mich recht erinnere, ich habe es jetzt nicht nochmal überprüft, ist das hölzerne Pferd. Bei denen läuft das ja ein bisschen anders als bei uns. Da kommen auch noch die Geburtsjahre dazu. Und ja, hölzernes Pferd. Absolut wichtig, das zu wissen. Fakt 25. Ich habe Keen 4 bis 6 nie auf einen anderen Schwierigkeitsgrad außer Hard gespielt. Nie. Ja, durchgespielt. Ja, ich habe mal vereinzelt vielleicht mal Keen 4 bis 6 Mal auf Normal oder auch vielleicht mal auf Leicht zum Vergleichen irgendwie, mal angespielt, aber nie wirklich durchgespielt. Also ich glaube, ich habe auch nicht viel mehr als ein paar Level auf Leicht oder Normal gespielt. Ja, Keen auf Hard, das ist halt einfach so meine Sache. Deswegen wird auch jeder Galaxy-Mod von mir auf Hard gespielt. Es gibt nichts anderes für mich. Ja, Planet Claudius, ebenso auf Hard, auch wenn das ja kein Galaxy-Mod ist. Aber gut, sei es drum. Fakt 26, wir bleiben ultra interessant, ja. Ich habe niemals in meinem Leben selbst Gel benutzt oder meine Haare gefärbt. Absolut wichtig. Ich sage jetzt hier an dieser Stelle nie selbst Gel benutzt, weil es kam, glaube ich, ein, zwei Mal vor, wo mir Gel in die Haare beim Friseur geschmiert wurde, was ich zu Hause dann wieder rausgewaschen habe. Ich weiß, manchmal sieht das ganz nett aus mit dem Gel. Ich weiß, viele schwören auch da drauf. Aber es tut mir leid, es sieht manchmal einfach übertrieben scheiße aus. Es tut mir wirklich leid für die Leute, die es gerne benutzen. Aber naja, einfach mal so an der Stelle. Ich habe keine Ahnung, warum hier gerade so eine Party abgeht. So, Fakt Nummer 27. Ja, ich liebe die Hot Wings von KFC. Es ist das Einzige, was ich dort liebe. Ich finde, das meiste andere schmeckt, eher so lala oder ist halt einfach nicht meins. Ich bin an sich auch kein großer Fan von Fast Food ansonsten, aber KFC, die Hot Wings, ich liebe sie und ich musste offenbar einen Fakt einführen, wo ich über Essen rede, weil ich verfressen bin. Das ist kein Fakt, aber naja, eigentlich ist es schon ein Fakt, aber es ist keiner, den ich mir hier notiert habe. Fakt 28, wir bleiben wie gewohnt sinnlos und unnötig. Ich habe eine schiefe Wirbelsäule. Ist halt so, ich habe mir, also, oder mir wurde bei der Geburt das Schlüsselbein gebrochen und irgendwie ist das ein bisschen schief gewachsen. Von da ist eine Schulter auch länger als die andere. Ist jetzt auch kein Fakt, aber einfach mal so angefügt, ja. Meine Wirbelsäule ist einfach schief. Ja. So, Fakt Nummer 29. Wir bleiben interessant, wie immer. Ne? Meine Augen sind grün-grau. Ja, etwas, was ich selbst irgendwie nie so recht akzeptieren wollte, weil, keine Ahnung, meine Augen waren die meiste Zeit immer grün gewesen, aber jetzt sind sie zwischenzeitlich ja fast schon mehr grau als grün. Man erkennt das Grüne auf jeden Fall noch. Ja. Aber sie sind schon arg grau. Ja. Bei den meisten Leuten fängt es an, dass irgendwie die Haare grau werden. Bei mir werden halt die Augen grau. Ja, Fakt Nummer 30. Ich bin ein Pazifist. Ja. Mal mehr, mal weniger in Spielen. Aber prinzipiell habe ich eine eher pazifistische Einstellung. Deswegen zieht sich so ein bisschen auch das Motto bei mir durch. Ja. Ich habe ja die Pacifist Run Serie, die ich eigentlich auch mal wieder angehen könnte. Und auch Alien Isolation habe ich damals als Pacifist Run gespielt. Es ist so, das ist kein Motto von mir, dass ich so irgendwie durch den Kanal ziehen möchte, sondern ich bin auch pazifistisch. Ich bin auch daher kein großer Fan von Spielen, wo man sich gegenseitig bekämpft oder generell viel kämpft. Ich mag am liebsten kooperative Strategiespiele, sagen wir es einfach mal so, wo man halt zusammenspielt, ja.
ich mag dieses übertriebene Vergleichen auch nicht. Aber gut, kommen wir zu dem letzten Fakt. Ja, Fakt 31. Es wird nie, nie, niemals wieder so ein Video geben. Von daher, falls ihr irgendetwas Spezielles über mich noch wissen wollt, was euch so auf die so auf der Zunge brennt, ja, dann, ja, keine Ahnung, sagt es mir einfach. Und ja, abschließend möchte ich mich nochmal dafür entschuldigen, dass dieses Video nicht geschnitten sein wird und auch nicht irgendwie krasse Special Effects hatte, weil, naja, das war jetzt einfach nur so ein Spaßvideo. Ich klatsche da den normalen Mist dahin und lade das dann hoch. Soll einfach so ein bisschen so nebenbei zum Reinhören sein und vielleicht ein bisschen drüber schmunzeln. Mehr soll es nicht sein. Ich schließe jetzt dieses Büchlein, wo ich diese, ja, übertrieben grandiosen Fakten niedergeschrieben habe. Ah, lege ich jetzt auf die Seite. Da stehen noch andere Dinge drin, aber das vielleicht für ein anderes Video. Ich danke euch fürs Zuhören, weil etwas zu sehen gab es ja nicht und eventuell, ich weiß noch nicht, womit ich weitermachen werde, aber für die Leute, die so lange zugehört haben, ich plane für das Wochenende einen Stream. Ich weiß noch nicht, ob es ein großer Stream wird, ich weiß nicht, wie lang er wird, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob Swansong gestreamt wird, eventuell werde ich auch die Tage auch mal so einfach mal so nebenbei mal streamen oder so, mal gucken. Ich habe noch ein bisschen was zu tun und daran werde ich mich jetzt auch setzen, weil ich muss jetzt auch los. Ich hoffe trotzdem, dass euch das gefallen hat, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Ja. Seid ihr aber von mir gewohnt. Ansonsten bis zum nächsten Video. Grüßt mir die Sonne und macht's gut.